Ihr seid jetzt live, bitteschön. Hey, hey, hey und hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag. Wann immer ihr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet. Wenn es mal wieder heißt, ja, was heißt es hier überhaupt? Ja, ihr seht, ich bin mal woanders. Ich wurde aus meinem Keller verjagt. Nein, Cat hat damit nichts zu tun. Ihr habt ja gesagt, ihr habt auch mal Bock, dass ich mal irgendwelche Let's Plays oder sowas mache. Und da ich die Kollegen von Ulysses ganz gut kenne, ich sitze jetzt hier einmal mit dem Nils von Ulysses, den kennt ihr auch, der hat auch einen Brettspielkanal, Cyrils Brettspiele, und dann mit dem Christian Lonsing von Ulysses, das Mastermind von Aventuria quasi. ganz lustig, kleine Anekdote natürlich, der Christian und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, denn der Christian hat auch mal eine Zeit lang unter mir gearbeitet. Das war eine sehr lustige Zeit, als ich noch Chefredakteur von Multimania war. Das war so geil unter dir. Und ja, das höre ich dauernd. Gerne trotzdem. Ja, das ist jetzt, glaube ich, Zeit für mich zu gehen. Es war auch schön mit euch. Es muss menscheln, Nils. Ja, so, genau, ich schweife ab, nicht, dass ihr das von mir gewohnt wärt. Was tue ich hier? Die Kollegen von Ulysses haben gefragt, ob ich mal Bock hätte, ein kleines Let's Play zu Aventuria zu machen. Aventuria kam das ein oder andere schon mal bei mir auf dem Kanal vor. Ich bin mit das schwarze Auge bin ich groß geworden, war mein erstes Pen and Paper Rollenspiel. Lange, lange Jahre ist es her, damals, als es nur zwei Menschen gab und Eva sagte, Adam, lass uns reden. Nein, nee, also tatsächlich, ich habe, glaube ich, mit 12 habe ich angefangen, Aventuria, Schwarze Auge zu spielen, das Rollenspiel. Und auch wenn ich es heute nicht mehr spiele, bin ich immer noch so ein bisschen dran hängen geblieben. Und da ist Aventuria vielleicht auch genau das für die Leute, die sagen, sie haben einfach gar keine Zeit mehr für Rollenspiele, aber sind vielleicht auch damals mit ja, Aventurien, das Schwarze Auge, Nahema und wie sie alle heißen, aufgewachsen. Und da ist letztendlich Aventuria ja quasi kein Trading Card Game, das muss man ja auch mal vorweg sagen, sondern kann man sagen, es ist ein Living Card Game? Ja, ja, ne? Absolut. Genau. Und ja, wie gesagt, da werden wir heute mal ein, zwei Abenteuer zocken. Wir werden es wirklich ganz random, anfängermäßig machen. Der Christian wird den weisen, großen Spielleiter machen, der uns quasi so ein bisschen da durchführt, aber eben auch auf ein Level, wo ihr als diejenigen, die das Spiel noch gar nicht kennen, ja, an die Hand genommen werden. Und der Nils und ich werden uns ja, auf große Abenteuer begeben. Genau. Zum Deppen machen. Ja, genau. Hashtag Standard. Genau. Das stimmt. Also es ist eine leicht veränderte Variante von Schneidermeisters Poltergeister, die offizielle Aventuria-Demo-Runde. Mhm. Aber ich habe es leicht modifiziert. Das heißt, ihr habt schon euer Heldendeck und das besteht aus 5 Karten. Ja. Mit den Karten werdet ihr auch spielen. Mhm. Und eine von diesen Karten ist aber schon eine Stufe 3-Karte. Das ist dann also eine Karte, die man normalerweise erst bekommt, wenn man ein Abenteuer gespielt hat, Abenteuerpunkte bekommen hat und dann investiert hat, um diese Karte zu bekommen. Die ist also dann super mega cool. Mhm. Und das werdet ihr dann vielleicht auch gleich sehen im Spiel eine selber. Eine coole Armbrust der oder die Eisenwalder. Die Eisenwalder. Die Eisenwalder. Genau. So. Genau, da kommen wir dann aber gleich zu, wenn die dann im Einsatz beobachtet werden. Genau, kann. Wer sind wir überhaupt? Also ich bin genau. Arbosch, Sohn des Angrax, ein tapferer Zwergenschmied, der ja, natürlich eine Axt hat und der gerne Armdrücken macht und ja, sowas Zwerge so halt machen. Genau, und außerdem ist er Handwerker, also kann alles. Ich bin natürlich Mirhiban, wie man das unschwer erkennen kann sofort. Die sehr attraktive Zauberin aus dem Orient, die sich unschwer in dich verliebt hat. Ja. Und deswegen haben wir uns zusammen auf die Abenteuer gebracht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was von dem ganzen Meer jetzt am meisten Angst machen soll. Ja, also vielleicht Zauberin. Ich möchte mal klarstellen, dass weder du noch deine Zauberin einen Bart hat. Also da habe ich schon mal meine Probleme mit. Ist halt ein Rollenspiel. Ja, da würde ich sagen, ich helfe dir aber wenigstens, ich unterstütze dich. Wenigstens das sollte dir, also zumindest den guten Spirit. Ja, das ist super. Okay, dann fangen wir an. Darf ich dich noch mal kurz unterbrechen? Ja, unterbreche mich kurz. Kurz, kurz für die Zuschauer, weil die werden sich natürlich vielleicht jetzt auch die Frage stellen, für die Aventuria noch gar nicht kennen. Wir haben natürlich jetzt hier zwei Helden. Aventuria ist ja die letzten Jahre sehr gewachsen, auch immer mit neuen Expansions. Wie viele Helden gibt es inzwischen eigentlich? 17. Okay, wow. Sind aktuell draußen. Ja, okay. Wir arbeiten an weiteren, deswegen ist die Zahl immer so ein bisschen in meinem Kopf variabel. Mhm. Aber ich glaube,
17. Und ich kann theoretisch, wenn ich anfange, kann ich auch jeden immer auswählen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so Helden, die so eine epische Stufe direkt können. Genau. Okay. Also wichtig ist vielleicht noch für euch da draußen, wir spielen mit zwei Helden aus der Grundbox, also aus der allerersten Box. Wenn man das erste Produkt von Aventuria kauft, die Basisbox, hat man sofort diese Helden dabei. Und die leichte Modifikation, die wir hier dabei haben, ist eben diese Stufe 3 Karte, von der Christian schon gesprochen hat. Das ist aus der letzten Erweiterung Pfad der Legenden. Mhm. Ich nenne das immer so liebevoll das Level-Up-System, wo wir also unsere Charaktere verbessern. Und in der abgewandelten Version, die Christian uns hier heute vorstellen möchte, ist das so, dass wir hier schon uns einmal ein bisschen aufgelevelt haben. Genau. Also alles, ich begleite dich schon so zur dritten oder vierten Runde. Und ich komme auch mit dir saufen. Das ist okay. Das kann ich ab. Also genau. Also wir werden auch sehr vieles aus dem neuen Legendenmodus und Geschichtenmodus hier kennenlernen. Das alles in einem Pack. Also, das wird jetzt hier ablaufen, wie so eine Demo-Runde auch ablaufen würde, wenn ihr uns auf unseren Veranstaltungen besucht. Das oder auf der Berlin. Dauert dann, würde ich sagen, eine halbe Stunde, oft, je nach Anzahl der Spieler. Und ihr habt halt eure Spielmaterialien vor euch liegen. Das eine ist das Lebensrad mit 40 Lebenspunkten. Natürlich sollte man vermeiden, dass die Lebenspunkte auf null sinken. Das ist nicht gut für Helden. Makes sense. Dann habt ihr die Heldenkarte und die Talentkarte. Oben links. Da ist zum einen angegeben die Eigenschaftswerte eures Helden. Das obere ist Nahkampf, dann darunter ist Fernkampf und darunter ist Magie. Das ist dann für die Magierin interessant. Bei Aventuria wird immer möglichst niedrig gewürfelt auf dem W20 und möglichst hoch auf dem W6. Wie man das vom schwarzen Auge kennt. Genau. Und das sind so diese sogenannten Eigenschaften. Und dann links daneben haben wir die Talente. Da ist dann Handwerk und Körperbeherrschung und so weiter dabei. Und da würfelt man ebenfalls, wenn man drauf würfelt, eine Talentprobe möglichst niedrig. Und ihr habt eure Handkarten, die spielen jetzt aber noch keine Rolle, weil wir sind jetzt erstmal im Erzählteil des Abenteuers. Alles andere kommt dann später. Dann fange ich mal an. Nachts in der Schneiderei. Bei Schneidermeister Dugon di Montarazzo spukt es. Tapfere Helden wurden gesucht, um der Sache auf den Grund zu gehen. Leider fand sich niemand, deshalb hat man nun euch damit beauftragt, eine Nacht in der Schneiderstube zu verbringen und die Poltergeister zu überreden, ihren Spuk woanders zu treiben. Okay. Wie es um eure Nerven bestellt ist, wollen wir nun herausfinden. Vielleicht hilft das Bierchen ja. Mit einer Probe auf Willenskraft, das heißt, an dieser Stelle erklären wir, wie diese Proben funktionieren. Wie ich schon sagte, ihr schnappt euch einen 20-seitigen Würfel und versucht damit möglichst niedrig zu würfeln. Schnapp das mal, schnapp dir mal den Schnappi. Hervorragend. Was habe ich denn für eine Willenskraft? Eine 12, das kann nur in die Hose gehen. So eine 15, das stimmt. Mein Zwerg, der hat gerade so leichte Motivationsprobleme. Genau, was ihr nämlich tut jetzt, ist, ihr vergleicht das Wurfergebnis mit der Zahl, die ihr bei Willenskraft auf eurer Talentkarte habt. Und wie du schon sagtest, hast du 12, also bist du drüber. Das ist dann ein Misserfolg. Und was hast du gewürfelt? Ich habe 3 gewürfelt und ich habe eine 10. Okay. Ich habe einen knallharten Erfolg hingelegt. Hervorragend. Und, das sollte man vielleicht auch anmerken, Aventuria ist ein Spiel ohne Spielleiter. Das heißt, ich mache jetzt nur den Spielleiter mal so, um es fortzuführen oder halt um die Demo zu geben. Weil du gut aussiehst. Und auch das natürlich, vergesse ich meistens. jedenfalls... wenn ihr das alleine spielt, ohne Spielleiter, ist einer von euch natürlich derjenige, der es vorliest oder man wechselt sich ab. Und wenn man eine Talentprobe oder eine vergleichbare Probe durchgeführt hat, liest man auf so einem in so einer Tabelle nach, was passiert. Wie ihr seht, gibt es hier den kritischen Erfolg ganz oben und ganz unten den kritischen Misserfolg. Das ist, wenn man entweder eine 1 würfelt oder eine 20. Das ist jetzt in diesem Fall nicht passiert. Wenn man einen ganz normalen Erfolg hat, so wie das bei der Magierin der Fall ist, dann lese ich hier vor, was passiert. Du bist gefasst und wachsam. Misserfolg, dir ist flau im Magen und du verlierst 2 Lebenspunkte. Ich habe dir gesagt, trink nicht so viel Bier. Das letzte Bier war schlecht. Genau, so funktionieren grundsätzlich Proben. Dann kurz nach Mitternacht geht der Trubel los.
Schränke springen auf und Kleidungsstücke schweben heraus, wie von unsichtbaren Gestalten getragen. Und diese Gestalten scheinen euch nicht zu mögen, denn sie rücken euch mit unsichtbaren Schlägen und Tritten zu Leibe. Bei Ingerims Bart. Oh. Und obschon euch diese Wesen erschrecken, so haftet ihnen dennoch nicht der Zorn und die Bedrücktheit von Totengeistern an. Ganz im Gegenteil scheinen sie eher darauf aus zu sein, sich einen rabiaten Spaß mit euch zu erlauben. Die wollen trinken. Der Kampf beginnt. Genau. Erstaunlich, dass sie so fit sind. Sie wollen nur spielen. So, ich stelle mir die Frage, ob Geister trinken. Also zumindest der gute Arbor stellt sich diese Frage. Ich. Wie intelligent bin ich überhaupt? Steht hier damit gar nicht drauf, oder? Als Handwerker wissen kannst du da. Genau. Ja, wissen schön. Ja, guter Durchschnitt. Guter Durchschnitt. Ja. Genau. Der Kampf beginnt. Und zwar hier auf der Spielleitermatte. Kommen dann die Scherenkarten zum Einsatz, sowie verschiedene Abenteuerkarten, wie zum Beispiel die Zeitskala, auf der am Anfang 6 Marken platziert werden, 6 Zeitmarken. Stellen wir das mal hier durch da. Dann Detektivarbeit, das ist eine Heldenaktion, die ihr während dieses Kampfes durchführen könnt, das erkläre ich später. Und dann hier noch eine Herausforderungskarte. Herausforderungskarten sind neu, die gehören zum Legendenmodus. Mhm. Und das dient dazu, wenn ihr schon erfahrene Helden habt, dass das Abenteuer trotzdem herausfordernd bleibt. Und hier steht, einer geht noch. Das bedeutet, das erhöht die Schwierigkeit des Abenteuers um einen Stotenschädel. Mhm. Und das bedeutet, es kommen einfach mehr Schergen. Ich hätte gedacht, das heißt, du hast noch einen getrunken und ziehst von jedem Würfelwurf mehrfach wegen betrunken ab. Oder so. Das kommt noch, ja. Wo ist eigentlich mein Inventory mit dem Bier? Das heißt, es kommen jetzt direkt. Der ist doch schon flau im Magen. Ja, das hat ja das Bier. Du verstehst es nicht. Nee, das, nee, nein. So, ich habe jetzt schon mal die Schergen ausgelegt. Mhm. Wie viele sind das? 5 an der Zahl. 5 an der Zahl. Das sind jetzt alles Hemden, ja. Ein elegantes Hemd, ein edles Hemd. Das sind aber ganz schön ärmliche Hemden. Das sind Hemden. Ja. Das heißt, ich hoffe, ihr seid denen gewachsen. Ich ziehe sie alle an. Ich bin jetzt das Michelin-Männchen. So, dann genau, fang an. Du bist der Startspieler. Okay, das heißt, es wird nicht Initiative oder sowas gewürfelt? Sondern normalerweise nicht. Also es wird zufällig ein Startspieler ermittelt. Mhm. Ich habe hier jetzt gerade keine Startspielermarke, aber ich gebe dir mal diese Marke. Das symbolisiert dich als Startspieler. Ja, okay. Die Kampfrunde läuft folgendermaßen ab. Zuerst ist der Startspieler an der Reihe, dann Reihe um alle anderen Helden. Danach sind die Gegner an der Reihe, dürfen sich auch mal wehren. Und dann wird eine Marke von der Zeitskala entfernt und danach beginnt die nächste Runde. Okay. Die Zeitskala bringt meistens auch noch zusätzliche Zeiteffekte mit sich, die man dann hier auch ablesen kann. Dinge, die also quasi im Laufe des Kampfes passieren. Genau, das ist alles automatisiert, logisch, weil es gibt keinen Spielleiter, wie gesagt. Und dann fangen wir einfach mal mit dir an. Das heißt, der Beginn der Runde bedeutet, jeder von euch zieht 2 Karten von eurem Helden verdeckt aber, oder? Die zieht ihr normalerweise auf die Hand und guckt sie euch an. Mhm. Dann entscheidet ihr, welche von euren Karten ihr in Ausdauer verwandelt. Mhm. Aber weil das die Demo-Runde ist, weil es ist bei Schneidermeister was Besonderes, werden diese Karten automatisch zu Ausdauerkarten. Ja. Das ist also eine Besonderheit von dem Demo-Set. Ja. Normalerweise müsstest du dich entscheiden, aber das ist für Einsteigerspieler natürlich noch ein bisschen schwierig zu entscheiden, welche Karte gut ist und welche nicht. Ja. Das heißt, die wird dann so hingelegt und die stellt euch jetzt jeweils 2 Ausdauer zur Verfügung. Mhm. Und auf euren Karten, oben links, habt ihr die Ausdauerkosten der Karte und ihr erschöpft die Ausdauer und für jede erschöpfte Ausdauerkarte bekommt ihr eine Ausdauer, die ihr dann einsetzen könnt, um eine Karte auszuspielen. Das ist natürlich jetzt richtig geil, dass meine alle mindestens 3 kosten. Ja, aber du hast den Kraftakt. Und das würde ich jetzt auch empfehlen. Ah ja, du bekommst bis zum Ende des Zuges plus 3, also Ausdauer quasi, verlierst dafür ein Leben. Na komm, hier, das Leben, das können wir ab. Ich brülle und schreie Bier, Bier, Bier. Und was passt dazu denn? Sind die denn alle gleich stark? Oder? Als erstes kostet, das ist eine sofortige das Aktion. Heißt, die würde ich Das tappen. Heißt, die ist dann danach verbraucht. Okay. Aber, und die kostet eine Ausdauer. Und die lege ich einfach hier oben. Die Ausdauer drehst du einfach auf die Seite, das bedeutet, sie ist erschöpft. Okay. Wie bei anderen gängigen Spielen dieser Art auch üblich. Hast du dir dein Leben abgezogen, mein Lieber? Ja. Und dein Leben, bitte einmal. Dein Leben. Ich mir jetzt mein Leben abgezogen. Es reduziert sich um 1, weil du dich gerade. Du bist eine tolle Unterstützung. Ja, ich wollte es doch nur für die Zuschauer. Also von mir aus hättest du eins dazu kriegen sollen. So, aber wer säuft, der muss auch die Konsequenzen.
So, gut, das heißt, ich habe jetzt hast eine, du, habe ich noch ein jetzt plus hast du drei. Die gratis drei, genau. Mhm. Das heißt, jetzt kannst du richtig was raus. Gut, und dann sage ich, damit auch nichts verfällt, spiele ich hier meine wunderbare Streitaxt. Ich ziehe sie, brülle bei Ingerim und sage auf in die Wäscherei und greife das erste Hemd an. Ja, das sehen die alle gleich aus? Also das heißt, du musst die drei ausgeben, die du durch den Kraftakt bekommen hast, plus die das heißt, die tue ich weg und jetzt bist du erschöpft. Und die drehe ich um. Die ist, das ist schon der Ablagestart. Achso, das ist der Ablage. Okay, alles klar. Und jetzt bist du, jetzt hast du keine Ausdauer mehr. Mhm. Und die meisten Angriffe kosten, das steht dann unten auf der Karte, um damit anzugreifen. Du kannst jede Runde damit angreifen. Okay. Aber es kostet jeweils eine Ausdauer. Das heißt, ich habe mir das jetzt aufgebaut, damit ich die nächsten Runde genau, damit angreifen kann. Genau, du hast dich ein bisschen kann. Ausgestattet. Mhm, okay. Und dann, aber das war jetzt eine Kraftanstrengung. Okay. Jetzt reicht es leider nicht mehr, um damit auch noch zuzuschlagen. Ja, Mann. Aber du bist schon mal vorbereitet. Naja, immerhin. So, dann hier. Da du ja die ganze Zeit nichts weitergemacht hast, als rumgebrüllt hast, werde ich aus meinem nicht vorhandenen Umhang ganz zufällig mit der ersten Ausdauer einen kleinen Kampfstab herauszaubern. Boah, du bist Mary Poppins. Da ist er. Aber ihr ahnt es ja nicht. Ich habe natürlich ja noch eine über, wie ihr wisst. Und damit werd ich natürlich ein... Auf der Charakterkarte haben wir nämlich auch einen drauf. Mhm, aber die ist schon besser. Und ein Iniquirus oder so ähnlich. Wer es auch immer genau weiß. Ignifaxius. Ich würde sagen, Ignifaxius. Was ist der Donnerkeil? Das ist das, was bei der Charakter auch dann so bei der Frau da. Nee, Fulminictus Donnerkeil war es. Ich mach nicht so, ich mach so. Fulminictus Donnerkeil, genau, das ist eher so ein unsichtbarer Kampfzauber. Ja, stimmt. So. Ja. Das ist schon Nerd-Level. Ja, ich wollte gerade sagen, langes her. Jetzt hör mal auf. Ich Hallo, wir philosophieren gerade über Zauber, ja? Nein. Ja, aber ich meine, das macht man gegen die Hemden. Ihr könnt ja quatschen weiter. So, also ich zaubere den, das kostet mich eine Ausdauer, das habe ich gemacht. Und ich würfel natürlich einen magischen Angriff, ist ja klar. Ich habe eine 14, meine Lieben. Das heißt, ich würfel eine 3. So. Okay. Jetzt gucke ich nur noch schnell. Vielleicht möchtest du für mich einmal gucken, was der als Schaden macht. Da? So, also ein Magieangriff mit 1W6. Gut. Sonderfähigkeit gebildet, bereits genutzt. Whatever. Ja. Nee, das ist nicht wichtig. Genau. Okay. Wir sind in der Einsteigerrunde. Ignorieren Sie das. Das erkläre ich euch später. Christian, da du die Schergen vor dir hast, such genau, ich suche such einen guten raus. Keine Sorge. Läuft bei dir. Du wirfst ein Streichholz. Okay. Ja, aber bei einem Hemd sollte das ja wirken. Ja, das wirkt auch. Das hier, dieses edle Hemd, findet einen Lebenspunkt, hat aber noch 4. Ja, Kinders. Denkt sich so, brennt ein bisschen. Ich habe ein Loch reingemacht. Ja, beeindruckend. Okay. Doch, was hast du gemacht? Gebrüllt. Eine Axt, eine mächtige Axt. Ja, ich befürchte, jetzt kommen die Hemden dran. Jetzt sind die Hemden dran. So läuft's. Und wir fangen an. Und zwar jeder Gegner und natürlich auch die Schergen haben eine Würfeltabelle, die Aktionstabelle, auf der ich quasi zufällig würfel, was die machen. Und zwar fange ich an mit dem eleganten Helm, das auf die 9. Der Held mit den meisten Lebenspunkten erhält 1W6 Trefferpunkte. Das ist aktuell die Magierin. Da habe ich 2 Trefferpunkte bekommen in deine Richtung. Du darfst ausweichen. Ja. Ein Wurf auf den Ausweichenwert. Das ist hier auf dem, bei dem Held auf der rechten Seite. Hast du ein geschafft? Ein kritischer Erfolg. Hervorragend. Leider bei der Einsteigerrunde hat das jetzt keinen zusätzlichen Effekt. Aber du bist ausgewichen und du verlierst nur einen Lebenspunkt statt 2. Guck dir an, wie man den Hemden austendet. Elegant, ja, doch, tatsächlich. Okay. Also, dann kommt das edle Hemd. Ein zufälliger Held. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Nils, du bekommst, was habe ich da? 2, wieder 2 in deine Richtung. Du darfst wieder versuchen auszuweichen. Also ich stehe hinter dir und schreie immer, los, gib's ihn, du machst das. Hättest du nicht geschrien, wäre ich ausgewichen, aber jetzt habe ich auch die 2 kassiert. Du bekommst 2. Lenk mich nicht ab beim Ausweichen. Trink dein Bier. Das erhabene Hemd hat ebenfalls erwischt einen zufälligen Spieler für 1 und es ist... Du für einen Trefferpunkt. Ich weiche erneut aus. Diesmal hast du nicht geschrien und es klappt. So. Guckt euch das an. Wenn du ruhig bist, kann ich ausweichen. Das ist toll. Das du verlierst trotzdem leider einen Lebenspunkt. Das habe ich gemerkt, ja. Okay, gut. Da war ja auch ein Nagel auf dem Boden. Genau. Du hattest einen Pfeil im Knie. So, ein Schwächefluch vom erhabenen Hemd. Der hält mit den meisten Lebenspunkten. Das bist möglicherweise jetzt du. Ja. Verliert direkt 2 Lebenspunkte, ohne ausweichen zu können. Das entsaugt dir Kraft. Boah.
und das elegante Hemd zum Schluss. Der Held mit den meisten Lebenspunkten erhält 1W6 plus 5. Ich bin jetzt auf 36. Ich bin bei 35. Dann bin das wohl ich. Bist du es leider. Und 10 Trefferpunkte kommen in deine Richtung. Oh, nicht so laut pfeifen, dann weich ich doch. Oh, ich habe 5 und würfel eine 6. Und es war nur, weil du gepfiffen hast. Ich wollte sagen, von links, aber nein, du hörst ja nicht. Du verlierst 10. Runter auf 26, das hat wehgetan. Okay. Ja. So. Allerdings. Ein Zeitmarker? Dann wird ein Zeitmarker entfernt. Mhm. Und das bedeutet, dass Anzahl der Helden neue Schergen ins Spiel kommen. Oh. Und würden dann nächste Runde noch mehr kommen? Es gibt Regeln dafür. Aber wir hoffen, dass sie auch welche ausschalten werden. Ja, okay. Okay. Dann wechselt der Startspieler einmal nach links. So, hier. Ich nehme, und jetzt zeige ich dir ganz kurz. Jeder von euch zieht 2 Karten, legt sie verdeckt vor sich ab. Das heißt, ihr habt nun 4 zur Auswahl. Achso, die werden refreshed. Die werden wieder bereit gemacht. Das heißt, ihr habt jetzt 4 Ausdauer zur Verfügung. Und demnach in der nächsten Runde dann 6. Und haben dann auch mehr Aktionen einfach. Dann könnt ihr mehr machen. Genau, ihr habt mehr Ausdauer. Okay, was? Ja. Also ich werde 2 benutzen, ganz eindeutig hier, um mir einen Ammatrutz zu zaubern. Das ist eine magische Rüstung, die ich einsetzen kann, die ich auch gleich einsetzen kann für einen. Dafür muss ich nur eine Magieprobe erreichen. Wieder die 14. Ich schreie ja schon nicht. Hat geklappt. So. Ab jetzt habe ich eine magische Rüstung, die bei jedem Angriff für diese Runde den Schaden um 2 reduziert. Das ist natürlich sehr schön. Genau, gut. Und einen habe ich noch über. Und dafür würde ich... Heldenaktion. Es gibt nämlich noch die Heldenaktion, die erkläre ich jetzt. Ja, sehr schön. Und zwar die Detektivarbeit. Bei den meisten Abenteurerkämpfen geht es nicht darum, nur die Gegner zu besiegen, sondern meistens gibt es irgendwelche anderen Ziele, die mit der Geschichte zu tun haben. Und in diesem Fall wollt ihr herausfinden, wer dahinter steckt. Mhm. Weil es kommen immer neue Hemden. Mhm. Das heißt, so könnt ihr nicht hier das überleben. Und außerdem ist irgendwann die Geisterstunde zu Ende. Mhm. Stattdessen habt ihr die Detektivarbeit. Bis nach 12 warten, dann ist es zu Ende. Das kostet jeweils, dann ist es zu Ende. Und dann habt ihr leider die Geister nicht vertrieben. Deswegen müsst ihr es in der Zeit schaffen. Und zwar hier bei der Detektivarbeit Abenteuermarken entfernen. Kann man jeweils einmal pro Runde machen, pro Held. Kostet eine Ausdauer und beinhaltet eine Probe auf entweder Handwerk oder Heimlichkeit oder Sinnesschärfe oder Wissen. Worin ihr am besten seid. Ich nehme Wissen. Ich nehme Handwerk. Super. Dann darauf würfeln und bei Erfolg darfst du eine Marke entfernen. Gut, dann gebe ich mein letztes und werde nicht nochmal das Hemd anzünden, aber auch nur, weil du es willst. Und es ist eine gewürfelte 8. Okay. Klappt locker beim Wissen von 14. Entferne bitte einen Marker. Gut. Mein Lieber, jetzt du, ich störe dich auch nicht. Oder soll ich die anfeuern? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich habe die Streitaxt ja gespielt, habe sie in meiner Hand und sage so, wenn sie jetzt schon hier ist, dann benutze ich sie auch. Okay. So, das heißt, ich sehe das richtig, ich tappe sie, ich gebe einen Kraftpunkt aus. Genau. So, und mache dann einen Angriff ist, haben wir ja hier irgendwo gesehen. Auf deinen Nahkampfwert von 14, der ist auf deiner Heldenkarte. So, genau. Und eine 2. Das ist ein Treffer. Gegner können übrigens, keiner von denen kann ausweichen. Okay. Das ist aber liegt nur daran, dass die jetzt ungeschickte Hemden sind. Mhm. Und du kannst dir jetzt einen raussuchen, oder beziehungsweise ich suche einen für dich raus, nämlich den hier. Mhm. Und du würfelst mal. Genau, 1W6 plus 4. So, also auf ihn mit Gebrüll. Und das gibt eine 7. 7. Und das Hemd ist Harakiri. Genau. Das Hemd hat einen Rüstungsschutz von 1. Das heißt, 7 wird reduziert um 1 auf die 6. Es hat aber nur 4 Lebenspunkte. Okay. Das heißt, in der Mitte durchgeschnitten. Ja, so. St. Martin lässt grüßen. Das wandert auf den Abladestapel. Es ist ja vor Weihnachten. Und eben. So. Zur Belohnung bekommst du diesen Schicksalspunkt. Schicksalspunkte kann man auf verschiedene Weise nutzen. Okay. Hier in der Einsteigerrunde jetzt kannst du damit eine Ausdauer bezahlen. Mhm. Das ist also, wenn du es ablegst, ist es wie eine erschöpfte Karte. Mhm. Oder um einen Würfelwurf von dir oder von deinem Kameraden nochmal neu zu würfeln. Kameradin, bitte. Yeah. Kameradin. Reroll rockt. Genau, Reroll oder halt Ausdauer rockt beides. Mhm. Das ist quasi die Belohnung, wenn man Gegner ausschaltet. Okay, so ich bin on fire. Ich wirble mit meiner Axt, zerteile das Hemd. Während ich wirbel, greife ich zum Messer, was ja auch meiner Grundausstattung gehört, ist auch nochmal ein Energiepunkt. Das könntest du tun, aber hier
greifen jetzt die Aventuria-Götter mit ihren Regeln ein und sagen, von jedem Angriffstyp darfst du nur einen Angriff machen, normalerweise, pro Runde. Natürlich gibt es besondere Helden, die das irgendwie anders doch können dann. Aber es gilt für dich jetzt leider nicht. Das heißt, weil die Axt bereits ein Nahkampfangriff ist, steht dir der Grundangriff nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Okay. Aber ich habe gehört, dass du eventuell noch eine Karte auf der Hand hast. Ja, sogar mehr als eine. Die eine andere Angriffsform darstellt. Da haben wir noch den Fernkampf, den ich spielen kann. Genau. So. Und was ist das? Ist das etwa ein Eisenwalder, Stufe 3? Richtig, eine wunderbare Armbrust. Perfekte Waffe. So, dafür gebe ich dann meine letzten drei aus. Drei aus. Greife mir die Armbrust, lade sie durch. Dann fehlt dir leider die Ausdauer. Ja. Außer du benutzt den Schicksalspunkt. Ach so, was? Nö, mach ich nicht. Ja, doch, natürlich. Genau, ich mache ja eine Handwerks-. Also, das heißt, ich benutze jetzt eine Ausdauer, um diese Handwerksprobe zu machen, weil ich ja, während ich hier alles zerhacke, noch nebenbei halt als Handwerk irgendwie einen Flock stütze oder so. So, dann. Wir wollen ja erstmal gucken. Jetzt musst du nur noch gut würfeln. So, ich habe eine 14 bei Handwerk. Es ist nicht Handwerk, sondern es ist dein Fernkampfwert von 10. Ja, gut, nein. Er macht eine Probe auf das. Ach so, genau. Du schießt gar nicht mit der Armbrust. Nein. Raffiniert. Ihr könnt es nicht sehen, das ist außerhalb der Kamera gerade, aber er hat eine Lok. Ich dachte, ich könnte dich ablenken. So, nein. Ich mache jetzt meine wunderbare Detektivarbeit, während ich mit der linken Hand die Axt wirble, das Hemd zerteile, mit der rechten Hand die Armbrust ziehe und währenddessen mit meiner riesigen Zwergennase noch irgendwie ein Totem hämmere. Ich bin schwer beeindruckt. Zu Recht. Ja. Ich auch. Das ist wirklich cool. Also ich habe das total vergessen, aber das ist, das war auf jeden Fall die klügere Entscheidung. Läuft super. Hat zu viel getrunken. Aber die zieht leider die Gegner an. Das heißt, die können jetzt wieder versuchen, euch den Garaus zu machen. Dann bitte einmal der Held mit den meisten Lebenspunkten. Das bist du. Ich habe den Rudolf. So, also ich würfel dann auf Ausweichen. Wo ist Ausweichen? Da, oder? 5. Gut, bin jetzt nicht so unbedingt der Geschickteste. 13, okay. Dann verlierst du 3 Lebenspunkte. Na gut. Dann das edle Hemd. Ein zufälliger Held. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie üblich. Mhm. Das heißt, es ist wieder du dran. Okay. Und hier, ein Crit. Oh, okay. So, Boom Baby. Du bist super ausgewichen. So. Und deine, du verlierst nur 2 Lebenspunkte. Hätte ich jetzt 4 verloren? Sonst hättest du 4 verloren. Das war nicht, ne? Hälfte. Ja. Genau, wird halbiert. Das erhabene Hemd flattert erhaben herum. Also viele Gegner haben auch so ein, wenn man ein hohes Wurfergebnis hat, dass sie dann nichts ist es erhaben. Mhm. Oh ja. Das andere erhabene Hemd schließt sich dem an und flattert ebenfalls erhaben. Wieder könnte eine Choreografie sein. Meine Güte, ja, okay. Ja, ich der Startspieler diesmal. Ein Brettballett könnte das sein. Ja. Das sind aber nur so halbe Hemden. Okay, du wirst angegriffen von einem wilden Hemd. Hätte ich mal nicht gesagt. Das wilde Hemd. Macht das auch solche Geräusche? Definitiv. Genau solche Geräusche. Ja. Ich war abgelenkt. Du bist nicht ausgewichen, das heißt, du würdest 5 Lebenspunkte verlieren, aber du hast den Armatrotz ja aktiviert. Genau. Und minus 2. Reduziert es um 2. Das heißt, du verlierst nur 3 Lebenspunkte. Darum durch den Armatrotz. Auf 23 durch deinen Armatrotz-Schutzzauber geschützt. Und das verbleibende Hemd macht genau dasselbe. Wieder Startspieler. 1. Das heißt, kannst würfeln, aber das bleibt sowieso in deinem Armatrotz hängen. Da kann jetzt nichts weiter Schlimmes passieren. So eine Rüstung ist schon was Gutes. Ja. So, wenn wir jetzt noch ein Bügeleisen dabei hätten. Armatrotz. Genau. So, und dann kommt noch 1. Und weitere kommen tatsächlich nicht. Okay. Weil mehr können nicht gleichzeitig. Okay, 1 hatten wir getötet, oder? 1 ruht hier gerade auf dem Ablagestapel. Okay, genau. Gut. Ein Zeitmarker wahrscheinlich noch? Genau, ein Zeitmarker wird entfernt. Das war das, was ich gerade getan habe in Wirklichkeit. So, dann bin ich jetzt wieder Startspieler, wenn ich das richtig sehe. Ja, lass ihn noch eben den Zeitmarker machen. Ach so, gut. Ja, ich meine, ich lasse Startspieler wechselt. Da passieren genau, Dinge. Wir machen hier parallel, genau. Und dann wieder Karten ziehen und in Ausdauer umwandeln. Mhm. Passiert bei der Zeit das? Nee, diesmal nicht. Das ist der Nachschub. Wie ist das im Normalfall? Ziehe ich 2 Karten? Ich kann theoretisch alle zur Ausdauer machen, eine oder keine, oder wie ist genau, das? Du kannst sagen, 1 oder 2 zur Ausdauer. Mhm, okay. Aber alle, die du auf der Hand hast. Und du kannst, wenn du jetzt das Spiel. Achso, ich darf spielst, die, ich aus Vorrunden habe, dürfte ich auch schon zur Ausdauer machen. Dann. Genau. Okay. Wenn du das Spiel ein bisschen spielst, weißt du, welche Karten du gerne haben möchtest, logisch, welche nicht. Um auch Kombos zu machen und sowas und wahrscheinlich. Dann jede Karte hat quasi ihren Wert, aber sobald man sie in eine Ausdauer umwandelt, hat sie ihre normale Funktion nicht mehr, sondern funktioniert nur noch als Ausdauer. Mein lieber Saufkumpane,
So, meine genau. Axt wird wieder enttappt. Richtig, genau. So, ich habe einige Karten. Ich stehe da, Axt, Armbrust, guck die Hemden so. An. Grrr. So, lad die Armbrust erstmal durch. Wie so eine Shotgun-Stelle. So. Vielleicht sollten wir sie mit Feuer anzünden, dann brennen die Hemden. So. Weißt du, weil da ist nah dran. So, ich würde sagen, ich opfer dafür mal 2 Energie. Das ist der gute Mittelwert. Dann habe ich einen Angriff plus 3 mit 1 W6 plus 3. Und es macht Big Bada Boom. Was habe ich überhaupt für einen Fernkampfwert? 10. Das heißt, plus 3 komme ich auf 13. Na komm, das machen wir nochmal. Mhm. Also, wie viel kostet dich der Spaß? 2. Okay. So, dann tappe ich die natürlich. Ja. Zang. Huh, 4. 4, das ist ein Treffer. Ich darf nicht ausweichen, so. Du darfst direkt Schaden machen. Das war die 1W6 plus 3. So, 5, aber okay. Das reicht, da weil wir haben ja gehört, die haben 4 Leben. Genau, die meisten, genau, hier, ich nehme mal, das würde nicht funktionieren, aber das elegante Hemd. Mhm. Das so. Hat einen Lebenspunkt und einen Rüstungsschutz und 4 Lebenspunkte. Mhm. Fällt demnach also ebenfalls. Also Punktlandung. Kaboom. Mhm. Genau, und du kriegst wieder einen Schicksalspunkt. So, ach, ein Spaß. So, dann mache ich aber mal weiter. Ich habe ja jetzt noch meine Streitaxt, so, und mache mal wieder hier weiter halbe Hemden. Ich gebe also noch mal einen aus. Wir haben ja gelernt, den Angriff darf ich ja noch mal machen, weil das ja ein Nahkampfangriff ist. Exzellent. So, genau. Das heißt, hier komme ich jetzt auf eine 14, stürme auf das nächste Hemd hinzu, würfel wieder eine 4 und zerteile es hoffentlich in der Mitte. Es läuft bei dir. So. Oh ja. Und nicht nur okay. Das Bier. So. Dann nehmen wir mal 8. Ein wildes Hemd raus. So, genau. Also ich wirbel die Axt herum und das Hemd ja, wird gefehlt, wollte ich gerade sagen. Ich bin schwer beeindruckt. Cleft in Twain. Du sammelst die Schicksalspunkte nur so ein bisschen. So, ja, kriege ich jetzt noch einen? Ja, du kriegst noch einen Schicksalspunkt, solange Vorrat reicht. Es gibt insgesamt Anzahl der Spieler mal 2 Schicksalspunkte. Okay. Man kriegt auch welche, wenn man daneben schlägt übrigens. Mhm. Das ist bei euch allerdings noch nicht passiert. Aber das kommt vielleicht noch. So, jetzt ist die Frage, nee, ich würde sagen, hier, take one for the team. Ich opfer aber, wir wissen ja, Dinge, die gehen. Also, Verständnisfrage, ich habe hier die Kriegskunst, genau. Die macht plus 3. Spiele ich die vor einem Angriff oder gilt die dann als dauerhafte Karte? Die gilt als dauerhafte Karte, die würdest du hier anlegen und zwar so halb unter deinen Helden. Dann hättest du von 14 plus die 3 hättest du dann 17. So, du würdest auf die 17 treffen. Also dann zahle ich die letzten 3. Mein Zwerg fällt die Geschichte von seinem alten Vater Angrosch Angerhammer ein, der schon sagte, stehst du einem Hemd entgegen, dann mach dir nicht ins Hemd, sondern zerteile es. Jawohl. Oder so ähnlich. Genau. So, dann opfere ich noch einen von diesen wunderbaren Punkten und will nochmal so eine Zeitaufgabe machen. Hervorragend. So, mach dann eine Handwerksprobe. So, 3. Das hat geklappt und du darfst wieder. Ich bin mittelschwer beeindruckt, das immer muss ich noch. Sagen. Mittelschwer. Ja. Bist du dann fertig? Also ich habe alles ausgegeben, ne? Alles ausgegeben. Gut. Ich bin sowas von blank, also, wie ein Zwerg nur sein kann. Ich bereite mich diese Runde nur vor. Mhm. Ich hole mir einen richtig hammercoolen Zauber, den Ignisfero. Der kostet mich aber ganze 5 und habe jetzt noch einen. Setz doch mal einen Schicksalspunkt. Oh, Entschuldigung. Einen einzigen. Und genau das werde ich tun, in der Hoffnung, dass ich damit einen Hemd umbringe. Dann kriege ich einen Schicksalspunkt. Und danach kann ich dann noch den Wissenscheck machen. So, jetzt. Yeah. Combo. Aber leider kann ich nicht den Superzauber nochmal machen. Der würde mich 2 kosten. Einer macht aber immerhin 1W6 plus 6 auf Zauber. Das sollte reichen eigentlich. 11 trifft 1W6 plus 1. Damit ist jedes. Zum Glück kein 12. 1W6 plus 6. Entschuldigung, plus das 6. sind 9 Schaden. 9. Oh, weggeblasen. Okay. Boom. Und ich setze meinen Schicksalspunkt. Staub. Ich setze meinen Schicksalspunkt sofort ein. Genau, du hier ist um eine Wissensprobe abzulegen. 8 auch gelungen. Okay. Es läuft. Ja. So, hier. So, mein Lieber. Sehr gut. Jetzt sind wir doch. Jetzt läuft's, oder? Ich muss sagen, ich bin schwer und ich bin beeindruckt. Schwer bist du in der Tat, ja. Liegt aber an der Haxen, die du gestern hast. Ja. Genau. Zurück. Das heißt, es kommen neue. Sind Zwerg Bayern? Neue Gegner ins Spiel. Ach, jetzt kommen doch wieder neue. Es kommen neue Gegner ins Spiel. Okay. Genau. Ich werde das hier abkürzen, weil es ja eine Vorführrunde. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Ich sage, die Detektivarbeit ist gelungen. Und dann steht hier auf der Karte, wie gesagt, es gibt keinen Spielleiter, es wird alles erklärt, wie es läuft. Sobald keine Abenteuermarken mehr auf der Karte liegen, dreht sie um. Okay, das heißt, es gibt wieder Vorlesetext. Ihr lasst euch nicht von den Poltergeistern beirren. Naja,
Ein bisschen vielleicht schon. Aber im Großen und Ganzen behaltet ihr die Nerven und kommt schließlich dem Urheber dieses magischen Unfugs auf die Schliche. Es handelt sich um Trira den Unsichtbar. Einen aufdringlichen Kobold, dem es einen niederhöllischen Spaß bereitet, den armen Schneidermeister und euch diesen bösen Streich zu spielen. Dieser. Es wird Zeit für eine ordentliche Tracht Prügel. Ja. So. Da kommst du ins Spiel. Ja, ja, ja. Du kannst mit dem Kobold rumschlagen. Genau, darunter kommt nämlich dann der Anführer zum. Der, viele Kämpfer haben einen Anführer. Das ist jetzt hier halt Trira der Unsichtbar. Der hat Anzahl der Helden mal 5 Lebenspunkte. Und einen Rüstungsschutz von 2. Und er darf so wie ihr ausweichen. Allerdings ist er wirklich geschickt dabei, er würfelt auf die 8. Und die anderen Gegner sind auch noch da. Und wenn er dran ist, darf er 2 Aktionen machen. Aber bevor er dran ist, seid ihr dran. So, du warst jetzt Startspieler? Ja. Und die anderen Gegner sind jetzt auch noch da. Die fliegen genau, halt um ihn herum. Es kommen ständig neue wilden Hemdenreigen. Genau, da wir jetzt in der Demo-Runde keine neuen Karten haben, ziehen wir natürlich keine. Genau. Erfrischen aber trotzdem hier. Ich möchte übrigens mal als kleine Randnotiz sagen, es ist eine echt dumme Idee, in einer Schneiderei gegen Hemden zu kämpfen, wo immer wieder neue kommen. Weißt du was? Dafür mache ich. Ich kümmere mich um die Hemden und du kümmerst dich um den Kobold. Ich fange jetzt einfach mal an, ein paar abzufackeln. Hast du kein AOE-Damage? Ich habe etwas, das ist lange sehr schön. World of Warcraft gespielt. AOE-Damage, give it to me, baby. Ich habe ja den Ignosphero. Ja. So, und damit kannst du sagen. Und damit kann ich gleichzeitig 3 Gegner angreifen. So, das wollte ich hören. Ja. That's my girl. Aber Moment, das liegt daran, dass es sich dabei um die Stufe 3 verbesserte Karte handelt. Genau. Der normale kann das nämlich nicht. Aber dadurch, dass du den schon gesteigert hast, geht es jetzt hoffentlich ab. 9. Ja, jawohl. Es trifft. Hervorragend. Das heißt, für die Zuschauer, du hast am Anfang hast du eine Stufe 1 Ignosphero drin. Genau. Ja. Das ist quasi der, den er in der letzten Runde gemacht hat. Mehr oder weniger. Und ich hätte halt quasi die Eisenwalder Stufe 1. Genau, das ist eine normale Waffe, die nur diesen oberen Angriff hat. Und die beiden unteren, wo du dann noch mehr Dacker machen kannst, die kriegst du nur dadurch, dass du die dann verbesserst mit Abenteuerpunkten. Okay. Und wie das genau funktioniert, erklären wir natürlich gleich. Okay. Okay, also ich möchte in der Mitte das Hemdchen angreifen. Dieses Mal bestimme ich, genau. Und ich mache Schaden bei dem rechts und links davon 1W6 plus 1 und das auch noch. Mein Zwerg kriegt erstmal Panik, dass sein Bart angesenkt werden also konnte. Alle drei kriegen 1W6 plus 1 Schaden. Ja, jetzt guck mal, wie wir die alle brennen. Der erste kriegt 2, das ist hervorragend. Vielleicht noch nicht. Das zweite kriegt 7. Okay, kaboom. Und das dritte ist mit immerhin 4 dabei. 4, dann lebt es auch noch gerade so. Schade, es hat nicht so. Aber du hast eine 3 geworfen plus? Plus 1. Achso, ich dachte, der macht plus 6. Aber immerhin brennt jetzt alles. Ja, naja. Genau. Das war mein magischer Angriff. Ich habe aber noch 4 weitere, die möchte ich auch einsetzen. Ich hole mir für 2 weitere auch einen Fernkampfangriff. Eine kleine Steinschleuder mal dabei. Die setze ich dann auch ein. Immerhin eine 8. Kann man würfeln. Treffe mit einer 6. Läuft. Ich nehme das Hemd, was schon den einen Schaden hat. Weil ich mache 1W6 plus 2 diesmal als Schaden. 4 Schaden. Jo. Weg damit. Ist kaputt. Auch her mit dem nächsten Ding da. Hier ist noch ein Schicksalspunkt. Her mit der ganzen Grütze. Und einen letzten habe ich noch. Ich hab auch noch, überraschend, meinen Kampfstab. So. Jetzt guck dir mal an. Und der trifft mit einer 1. Oh, Crit. Du meine Güte, okay. So. Ja, wie gesagt, 1 hat hinterher tatsächlich eine Auswirkung. Aktuell jetzt noch. Macht nachher wahrscheinlich Double Damage oder sowas. Man darf noch eine Karte ziehen. Ah, okay. Der macht leider nur 1W6 Schaden, aber ich schalte jetzt das nächste Hemd aus. Ja. Das ist ja eigentlich schon. Es hat nur noch einen Lebenspunkt. Den treffe ich so. Hattest du eine Rüstung? Ja, 2. Lieber Christian, da wir hier in der Demo-Runde sind, frage ich mal eine ganz doofe Frage. Ja. Dürfte ich auch den Schaden rerollen? Genau, darfst du nicht. Außer durch besondere Karten, die das erlauben. Wie aber grundsätzlich gilt der Schicksalspunkt nur für Fertigkeitsproben. Danke für die Erklärung. Aber natürlich. Dankeschön. Es wäre ja zu schön gewesen. Ja. Das wäre es, ja. Aber es ist ein Heldenleben in Aventurien. Ist halt hart und gut. Fair. Ja, ich habe jede Menge ausgegeben. Ich habe insgesamt alle meine 6 Ausdauer ausgegeben. Und das war's. So, dann kümmere ich mich mal um Captain Kobold.
So hatten wir besprochen. Ja. So, genau. Awesome. Ich habe ja hier meine Eisenwalder, oder wie ich sie auch nenne, meine Eisenwalder Mühle, die veganes Mett verschießt oder sowas. Ach nee, das war was anderes, oder? Das war Rübenwalder Eisen. Die Rübenwalder Eisenwalder. So, lege an und ich würde sagen, komm, gehe mal auf 2 Energie runter, mach dann einen Angriff plus 3 Fernkampfangriff. Wobei, brauche ich eigentlich noch mehr? Oh, hast volle du schon 17? Volle Pulle. 17 wäre? Was? Wie? Hast du nicht da oben schon verbessert dann? Ja, aber nicht den Fernkampf. Ach so. Der Fernkampf ist, ich überlege gerade, ob ich den Kampfrausch aber noch spiele. Aber den spiele ich nur einmalig. Der ist dann wahrscheinlich weg, oder? Ja, der Kampfrausch ist so ein Talent. Das hat man bis jetzt noch gar nicht. Das heißt, man kann auch Talente ins Spiel bringen. Mhm. Und der kostet dich aber zum Ausspielen 3 Ausdauer. Ah, und dann, jedes Mal, wenn du ihn benutzt, auch nochmal 3 Ausdauer. Das ist also echt für Leute, die noch ganz viel Ausdauer übrig haben. Okay, gut, das lassen wir erstmal. Also, dann machen wir erstmal meinen Fernkampfangriff. Genau, mach einfach Kladusch, 10 reicht passt, aber genau. Passt, hervorragend. Beziehungsweise, du hast ja den Bonus durch die plus 3, Nutzung. Ja. Und dann darfst du den Schaden auswürfeln. 4. 4 insgesamt. Ja. Okay, dann sagt ich der Kobold. Ich hätte sonst sogar einen Schicksalspunkt für dich eingeben. Dann weiche ich jetzt mal aus. Nicht. Na gut, aber jetzt 2 Rüstungsschutz, das heißt, er findet 2 Lebenspunkte. Okay. Ist das schon alles? Wie viel hat der blöde Kobold denn? Ist das alles, Herzwerk? So, dann kriegt er erstmal was mit der Axt übergebraten. Da habe ich ja jetzt eine hervorragende 17. So, Kollege, soviel zum Thema, ist das alles? Treffer. Getroffen. Ja. So, putsch, gib Papa ein neues Paar Schuhe. Okay. Ach, fuck that, 5. 5, okay, dann weiche ich dem aus. Ja, das wird reduziert auf 3. Okay. Minus meiner Rüstung von 2, bleibt noch ein Schaden übrig. Der nervt. So, dann habe ich hier, achso, warte, ich hätte die Axt, das war das. Ja. Dann habe ich noch 3 übrig. Was könnte ich denn damit sonst machen? Was hast du da noch so auf der Hand? Der Kampfrausch halt. Den kannst du ja schon mal ins Spiel bringen. Vielleicht kannst du den dann später mal nutzen. Ja, klar. Ja, was soll ich sagen? Jetzt sind die Gegner dran. Sich auf dich verlassen ist. Der Kobold der stinkt halt. Darf 2-mal agieren. Mhm. Dann fängt er an. Als erstes mit der 8. Ein zufälliger Held erhält 1W6 plus 2. Zufälliger Held bist du. Ja. Plus 2 sind 7. Aber ich darf ausweichen? Ja, du darfst es versuchen. Was mir wunderbar nicht funktioniert. Dann verlierst du 7 Lebenspunkte. Hätte ich eigentlich Schicksalspunkte bekommen? Ich habe 2-mal getroffen, theoretisch. Hast du jemanden ausgeschaltet? Nein, ne? Nur wenn du jemanden ausschaltet. Du hast ja auch den Kobold geschlagen, also hast du leider keine Extras da. Wie viele Leben verlierst du? 7. Autsch. Jo. Der haut dann, der beißt zurück, ne? Und dann macht er das nochmal, als Zufälliger. Bis dann du. Der hüft aber auch fröhlich durch das nach dir. Achso, Blödsinn. Was ich versuche schnell auszuweichen und es gelingt mir. Das gelingt dir, das ist toll, weil da kommen nämlich auch 7 in deine Richtung. Also 4. Genau, 4. Ich habe leider ja meinen Zauber nicht aktiviert. Genau, hättest du theoretisch machen können, aber ist auch mit einer Probe verbunden, insofern. Ich habe nicht genug Ausdauer, genau. Gut. Ich habe alles. So, dann das edle Hemd. Oh, die 1. Ein zufälliger Held. Er hält 1W6 plus 2. Zufällig du. Ja. Plus 2. Darf aber 3. Wieder ausweichen genau, versuchen, nicht, ausweichen. Dass das gelingen würde. Drei aber in der Richtung, nehmen dir 3 Lebenspunkte weg. Wildes Hemd, die 10. Startspieler. Wer ist aktuell Startspieler? Bist noch du. Ja. Dann. Dann weiche ich mal wieder aus. Hat nicht geklappt. Plus 1. 5. 5 Trefferpunkte. Das zweite wilde Hemd. Der Startspieler hält 2W6. Wie viel? Der Startspieler hält 2W6. Und das nicht sind, ausgewichen. Sind aber nur 6 insgesamt. Alter, was für Hemd. Und das wilde Hemd verliert aber durch Überanstrengung 2 Lebenspunkte. Das steht dann halt jeweils auf der ich bin runter auf 8, will ich nochmal so sagen. Ich bin bei 20. Oh, okay. Uiuiui. Du hast dich nicht angestrengt. Und das erhabene Hemd. Das letzte Hemd flattert erhaben herum. Immerhin. So, ich gebe dir schnell den Start. Ja. Genau, schön. Zeiteffekt ist einmal neue Schergen kommen ins Spiel. Da haben wir noch ein paar. Kaboom. Und ihr habt noch 2 Runden Zeit, geht also, bis die Geisterstunde vorüber ist. Bis dahin müsst ihr den Kobold besiegt haben. Das ist euer Ziel. Okay. Wenn wir den Kobold besiegen, sind auch die Kämpfen weg? Das ist die Bedingung, genau. Die Bedingung für, also jeder Kampf hat normalerweise, nein, eigentlich immer eine Bedingung, wie er beendet werden kann, siegreich. Und in diesem Fall ist es die Besiegung des Kobolds. Ja, wie viele Lebenspunkte hat er? Das nehme ich noch. Der hat jetzt noch 7 Lebenspunkte. Na gut, da geht doch was. Das so, übernehme ich. Also, als erstes komme ich wieder mit meiner Eisenwalder. Friss das, gebe wieder 2 Energie aus, um quasi einen mittleren Angriff zu machen. Ja. So, reicht tatsächlich, also weil ich komme auf 13. Bonus. Ja.
Dann weiche ich aus. Jawohl. Ach, come on. Aber natürlich deine Trefferpunkte. 1 bis 6 plus 3 sind zumindest 5. 5, das wird dann 3. Minus die 2 ist 1. Ne, immerhin. Mühsam nennt sich das Eichhörnchen. So. Der Kobold in diesem Fall. Auch das, ja. So, jetzt wird Zeit für Liebling. Hältst du mal die Axt? So, wir geben nochmal einen aus. So, genau. 20. Ich würde sagen, dafür benutze ich mal den. Genau, der Schicksalspunkt wird eingesetzt für einen Wiederholungswurf. Ja. So, und eine 16. Das ist super. Das reicht aber durch die 17 insgesamt. Ja. Das heißt, durch dein großes Geschick und dadurch, dass du Kriegskunst erlernt hast, kannst du trotzdem treffen. Und du darfst jetzt Schaden machen, bevor ich dem ausweiche und den Schaden damit auf 0 reduziere. Viel Glück. Warum auf 0 reduziere? Weil ich so unglaublich toll ausweichen kann. Würfel einfach mal. Du kannst mich mal gern haben. So, ich benutze nämlich jetzt auch meinen Kampfrausch mit meiner letzten 3 Energie. Oh mein Gott. Das heißt, ich erhöhe das Ergebnis deines Schadenswurfs für deinen Nahkampfangriff nachträglich um 3. Oh Gott. So, mit einem fröhlichen Fuck you schwinge ich die Axt. Doch jetzt bitte was Vernünftiges. Ist nicht aventurisch. Naja, eine 3 zumindest. Das heißt, ich komme zumindest mit der Axt auf 7, auf 10. Auf 10? Oh mein Gott. Okay, das kann ich ja maximal halbieren. Freund und Kobold. Das halbiere ich auch. Unfassbar. Auf die 5 minus die 2 sind 3. Dann verliere ich 3 Lebenspunkte. Ich wollte dir noch was übrig lassen. Und habe noch 4 Lebenspunkte übrig. 4 noch? Jawohl. So blast er denn weg? Ja, gut, okay. Also, da du es nicht bringst. Was? Ich bring's nicht. Ich habe den halt vorfiletiert. Als ich mal so klein war, gab es einen Film mit Woody Harrelson, weiße Jungs. Also, das gilt hier in diesem Fall auch, weiße Zwerge bringen es nicht. Ja, merkt schon. Das heißt es, ja. Und darum würde ich sagen, ich gebe dieses Mal nur einen aus für mein Ignisfero. Aber das ist der 1W6 plus 6. Wow. Der sitzt. Hoffentlich. Ich habe 14, das ist nicht. Und ich würfel 20. Da kommt der erste Reroll ins Spiel. Mox und Tatz. 4. So. Hat geklappt. Okay. 1W6 plus 6, mein Lieber. So, das 10. ist nice. Nimm 10. Das. Oh, 10. Versuch das gar nicht erst auszuweichen, das klappt nicht. Natürlich weiche ich aus. Nein. Okay, gut. Also. So, und weißt du, warum ich ihn dir übrig gelassen habe? Weil ich gedacht habe, gebrutzelt schmecken sie besser. Als filetiert. Dann bitte, also du kannst dich durchaus ja, so. Über ihn. Verschwinden die Hemden auch? Jetzt genau, davon? Nach einem Sieg. Oh. Das war die Bedingung. Mhm. Dann schauen wir mal, was passiert. Ihr habt diesen widerborstigen Kobold erwischt und ihm eine ordentliche Abreibung verpasst. Er wird demnächst einen großen Bogen um die Schneiderei machen. Schneidermeister Ducon di Montorazzo dankt euch mit einem sauren Gesicht. Was? Wow. Weil hinter ihm gerade die ganze Schneiderei abbrennt. Wenn der jemand seine Hemden unter Kontrolle hätte. Sämtliche Hemden vernichtet hat. Ja. Wollen wir dem auch noch eine Danke. Ich wollte gerade sagen. Vielen Dank. Crit. Oh nein. Fast. Bei D&D wäre es jetzt ein Crit. Nicht hauen. Okay. Hier habt ihr euer Geld. Die bist du bei mir fast gestolpert. Ja, ich glaube auch. So, das ist das Demospiel. Normalerweise wäre jetzt die Demo vorbei. Mhm. Und ich würde dann den Spielern sagen, bitte schaut euch noch den Rest unseres Standes an. Und bitte kaufen Sie jetzt. Und kauft natürlich Aventuria, weil das total cool ist. Aber hier geht es jetzt noch weiter, weil ihr bekommt jetzt 2 Abenteuerpunkte für eure Leistung. Kriege ich 3, weil ich ihn gekillt habe? Du bist genau so eine Art Spieler, die ich kurz überlegen. Nein. Okay. 2 sind doch schon super. Für so ein kurzes Abenteuer. So, und dann. Der Zwerg hat die ganze Zeit nur gesoffen und nichts gemacht. Kommen hier die Legendenregeln zum Einsatz. Die sind, glaube ich, auch letztes Jahr erst erschienen, oder? Die sind noch relativ frisch. Genau, die sind relativ frisch. Und da hat man halt die Möglichkeit, alle Charaktere, die es gibt, also diese ganzen 17, aufzurüsten, so wie wir das jetzt machen können. Wie war das damals? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Hast du da einfach ein neues Abenteuer gespielt und hast quasi von null angefangen? Oder wie war das? Es gibt in der Grundbox gibt es ein abgespecktes Aufstiegssystem, das erfüllt ein bisschen seinen Zweck, aber nur so ganz rudimentär. Man kriegt dann Belohnungskarten und dergleichen und kann ein bisschen seine Talentwerte verbessern. Aber das hier ist deutlich mehr. Man kann die Heldenkarte verbessern, man kann die Talentkarte verbessern und man kann halt die, wie ihr schon gesehen habt, da die Karten in seiner Hand, die man ausspielen kann, verbessern. Aber vorher gibt es noch ein Zwischenspiel. Und das Zwischenspiel, das gucke ich mir gerade an. da würfeln wir zunächst aus, zu welchem Ort ihr euch begebt. Und zwar ist das die 7. Das ist das Dorf. Das Dorf. Das Dorf. Ich würde so, und dann wetten, dass du in die Kneipe rennst.
Mal schauen. Ich glaube, das Dorf hat auch eine Kneipe. Wenn es ein Elfendorf ist, muss ich überlegen. Das sind die ganzen Lokalitätsbögen. Die sind auch im Legendenbox. Genau, die sind mit in der Legendenbox drin. Und davon darf man sich dann drei aussuchen. Fangen wir einfach mal mit dir an. Mhm. Und zwar steht zur Auswahl im Dorf der Bauernhof, das Gasthaus, der Göttertempel, der Kramladen, das Hospital, der Marktplatz, das Du Rathaus. Hattest mich bei Gasthaus. Gasthaus. Okay, dann fangen wir schon mal mit dem Gasthaus an. Das Gasthaus und die Waffenschmiede vielleicht, interessiert dich das? Kann ich dich für die Waffenschmiede interessieren? Loot. Genau. Dann gibt es doch bestimmt coole Waffen. Wo haben wir sie denn? Hab ich sie gerade übersehen? Ich geh grad zu. Da, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier ist die Waffenschmiede. Und was haben wir noch im Dorf? Darf ich auch was aussuchen? Der Marktplatz hier für dich? Ja, ich hätte gerne einen neuen Zauberstab. Doch, du gehst schon. Zauberspruch. Es gibt leider keine Magierakademie. Ja, aber Dorf. Der Marktplatz hat Frieden, einen neuen Zauberstab. Der Marktplatz, genau. Was haben wir noch? Dann den Göttertempel vielleicht. Kann ich dich für den Göttertempel interessieren? Ach, nicht so. Was darf es sein? Wir haben noch den Bauernhof. Den Gib mir den Bauernhof, komm. Den Bauernhof. So. Okay, wir haben jetzt insgesamt vier. Jeder drei hast du. Jeder drei, genau. Gibt noch interessante Sachen, wie zum Beispiel die Zwergenbinge, aber das Dorf hat auch keine Zwergenbinge. Ja, das hängt halt davon ab, wo man seine Rast veranstaltet. Was haben wir hier noch? Wir haben noch den Kramladen. Da würde ich auch kramen. Ja. Ja. Da könntest du Kramladen. Einmal der Kramladen. Okay. Und theoretisch dürfen auch die Helden in dieselbe Lokation gehen, aber damit es spannend ist, machen wir natürlich jetzt hier verschiedene. Außerdem gibt es noch den tiefen Wald. Ja, komm, gehen wir in den tiefen Wald. Der tiefe Wald. Die Zwerge und der tiefe Wald. Gucken wir mal, was dort passiert. Ist auch ein legendäres Abend. Ich will einfach nur ein paar Elfen erschrecken. Wollen wir auch bei DSA ein legendäres Abend. Dann machen wir das folgendermaßen. Mhm. Ich gucke es einfach nach. Okay. Du würfelst. Mit dem W20. Genau. Fangen wir mit dem tiefen Wald an. Eine 18. Ist hoch. Eine 18. Ja, das ist gut. Yeah. Allerdings würde das jetzt zu lange dauern, eine Kampfbegegnung auszuwürfeln. Deswegen würfel bitte nochmal. Okay, das heißt, das wäre ein Kutschenüberfall gewesen. Oh, genau. Eine 7. Die 7, der Druide. Du begegnest einem verwirrten Druiden, der aus irgendeinem Grund Mitleid mit dir hat und dir helfen will. Ja, so. Sehr verwirrt. Das heißt, du darfst entweder eine Nachteilskarte ablegen oder eine Karte glückliches Schicksal, Konsequenzkarte, bekommen. Nachteilskarten sind so Narben und sowas, was man während eines Abenteuers erleiden kann. Also tendenziell schlecht, genau. Weil Nachteil. Und die Konsequenzkarten sind Karten, die man quasi bekommt und dann vor dem nächsten Abenteuer einsetzen kann. Okay, die Konsequenzkarten, die ich jetzt gerade nicht finde, genau, das bedeutet gutes Schicksal, bedeutet, du beginnst das nächste Abenteuer mit einem Schicksalspunkt. Ah, okay. Dafür gibt es auch eine Karte, die ich gerade leider nicht finde. aber wir können uns das, glaube ich, auch merken. Okay, das heißt, wir kriegen einen Schicksal. Genau. So, das heißt, dann bei Nils, du würfelst. Ja, ich würfel. Ich wollte gar nicht in den Wald. Aber soll ich für meinen würfeln hier, oder was wolltest du sagen? Kramladen. So, also ich bin hier mal in den Kramerladen gegangen und da sehe ich den Alchemisten. Ein Alchemist bietet dir ein Elixier zum Verkauf an. Eine einmalige Gelegenheit, denn für solche Tränke muss man sonst bei einer Magierakademie horrende Preise zahlen. Wirkt garantiert gegen Pusteln am Arsch. So starker Heiltrank. Ja, ja. Ja, mit der starker Heiltrank. Ja, gegen Pusteln am Arsch. Also, es wird dir helfen, deine Pusteln. Ja. Wenn du noch mal wieder wenn mit du mal wieder meinen Bart versenkst. Wenn du mal wieder mit Das heißt, der bietet einen starken Heiltrank an. Das ist eine Belohnungskarte. Die kann man gleich kaufen, wenn ihr dabei seid, eure Abenteuerpunkte auszugeben. Starker. Für zwei Abenteuerpunkte. Und wir haben ja zwei bekommen. Aus der Sammlung. Das heißt, wir können gar nicht so frei looten oder kaufen, sondern... Nein, ihr seid da zu Besuch in dem Dorf. Das heißt, wir würfeln aus, was wir finden quasi. Genau, ihr habt eine Begegnung und die Begegnung entscheidet, wie gesagt, manchmal gibt es Kämpfe zum Beispiel, das sind so kleine Intermezzos. Aber da kann man dann auch Beute sammeln. So Vorteilskarten, wie du gerade gesehen hast. Machen wir alle durch, alle sechs? Oder? Genau, wir können. Dann würfel ich mal ganz kurz nebenbei den Bauernhof aus. Genau, mach mal den Bauernhof. Dort habe ich eine 19, das ist wahrscheinlich wieder was Schlechtes. Eine Kampfbegegnung möglicherweise. Losgerissen. Ein Pferd reißt sich von einem Planwagen los
und läuft direkt auf dich zu. Du musst ausweichen. Ausweichen. Lege eine Probe plus 5 ab. Eine Ausweichprobe. Und ich verkacke, also es klappt nicht. Das Pferd steuert dich beiseite. Schwere Wunde. Oh, okay. Also wenn ich dich wiedersehe, sage ich, du machst mal ein ganz schön dummes Gesicht. Schwere Wunde. Ich da hätte ich lieber den Heil dran. Kriegen wir damit eine schwere Wunde weg? Sekunde, kann ich mich bewegen? Ja, okay. Oh, ich hab sie. Okay. Aber es ärgert dich, dass du versucht hast, uns Pferde zu besorgen. Ich hab da mal kurz was vorbereitet. Ich hab gedacht, weil Zwerge ja so gerne reiten. Ja, absolut. So, und zwar eine schwere Wunde. Her mit dem. Senke zu Beginn des nächsten Abenteuers deine Lebenspunkte um 1W6. Lege anschließend diese Karte ab. Und solche Karten sind das hier, wie die. Und was hattest du? Du hattest keine so schlimme. Ein glückliches Schicksal hier. Du bekommst. Das ist quasi zur Erinnerung, weil nachdem man... Behalte ich die permanent jetzt? Die behältst du bis zu Beginn des nächsten Abenteuers. Okay, und die Idee hierbei ist, dass man nach einem Abenteuer normalerweise ist abends, dann ist man zu Ende. Ah, okay. Man verbessert dann nur noch seine Helden. Und beim nächsten Abenteuer, nächstes Wochenende oder so, weißt du dann Bescheid, stimmt ja, ich hatte ja glückliches Schicksal. Mhm, okay, aber behalte ich nur für ein Abenteuer dann? Genau, okay. Wird direkt dann abgewickelt. So, dann will ich auch mal wieder? Ja, wollte ja auch nicht auf den Bauernhof, habe ich gesagt am Anfang schon. Ne? Hat er mir aufgezwungen. Ja, so, da haben wir es. So, dann gehe ich erstmal ins Gasthaus. Ins Gasthaus. So, also, was gibt's da Schönes? Eine 16 haben wir im Programm. Ist das zum Schwarzen Keiler? Auch. Ja, das heißt zufällig auch Gasthaus zum Schwarzen Keiler. Das ist so ein Zufall. Ja, aber Keiler mit C geschrieben. Und der Wirt heißt Alrik. Keiner weiß warum. Ja, der heißt Alrik, aber das heißt nichts. Ja, richtig. Die heißen alle Alrik in dem Natürlich. Dorf. Natürlich. Alrik. Die sehen auch alle gleich aus. Die sehen auch alle gleich aus. Es ist ein Rätsel. Anderson? Keiner kann es sich erklären. Die sehen alle gleich aus und heißen gleich. Okay, wollen wir es nicht vertiefen? Raue Tischgesellschaft. Leider hast du dir das falsche Gasthaus ausgesucht, es sei denn, du warst von Anfang an auf Streit aus. Jedenfalls führt ein Wort zum anderen und bei einer rauen Schlägerei lernst du, dass alles eine Waffe sein kann. Oh, okay. Du bekommst leider eine leichte Wunde als Konsequenz. Das hatten wir hier. Hier ist nur eine leichte Wunde, wie du siehst. Nur die Axt im Rücken. Da. Und leichte Wunde, die Axt ist im Rücken, aber du, sonst ist alles okay. Du findest eine, also du hast die Möglichkeit, eine improvisierte Waffe zu, die Fähigkeit, improvisierte Waffe zu erlernen, wenn dich das interessiert. Die suche ich mal raus. Immer. In der Zwischenzeit. Nils, gut, ich gehe dann nochmal auf den Marktplatz, da fühle ich mich deutlich wohler als auf dem Bauernhof. Würfel eine 14. gebratener Baumdrache. Oh. Es duftet herrlich. Du fragst die Standverkäuferin, was für ein köstlicher Braten denn über dem Feuer gart. Sie sagt, Bombrohre. Bombrohre. Händlerin Erika. Und Auswahl, gebratener Baumdrache, Aktionskaste Stufe 2. Ich stelle mir gerade echt so eine richtig geile Ruhrpott-Frittenbude vor. So eine Erika, die dir einen Baumdrache serviert. Rotwald. Ja. Hier ist dein Baumdrache. Ist fertig. Der sieht ein bisschen fettig aus. Das muss so. Okay. Na gut. Gut, dann suche ich den auch gleich raus. Das kommt auf die Jahreszeit an. auf die Jahreszahl. Auch das. Okay. So, du kannst schon mal würfeln für deine letzte Begegnung. So. War das der Wald? Hätte ich einen Baumigel vielleicht. Mad-Igel. Ja. Baumdrachen-Igel. Ich glaube, der Wald, ne? Die drei. Das klingt gut. Nee, Wald hatte ich schon. Jetzt noch die Schmiede. Ah, die Schmiede. Wo habe ich sie versteckt? Da. Ja. Okay. Klingt nach gut. Also niedrig klingt nach gut. Was haben wir? Drei. Eine drei. Ein Zwergenschmied. Bruder. Genau. Du erhältst eine beliebige Karte aus deiner Erfahrungsreserve zur Auswahl. Also wenn du selber einer bist. Kriegst du einen aus der Erfahrungsreserve. Ja, das ist jetzt etwas umständlich, deswegen würfel einfach nochmal. Das ist bestimmt was voll Gutes. Ja, genau. Aber erklär's mir mal, ich möchte einfach nochmal verstehen. Also vielleicht die Zuschauer ja auch. Ja, das stimmt. Und zwar jeder hat die Möglichkeit, hier quasi sich selbst zu begegnen. Okay. Und das wäre jetzt in deinem Fall passiert. Und dadurch hat man Zugang zu besonderen Karten, die man vorher aus seinem Deck herausgenommen hat. Okay. Kann man dann wieder reinholen. Und auf die Weise dann möglicherweise mehrere Karten von derselben Sorte haben. Aber das ist schon für die Experten. Okay, na gut, dann würfel ich definitiv am Anfang. Dann gib mir noch das mit dem magischen Item plus 5. Ja, okay, alles klar. Was würfelst du? 12. Die 12. Stahlharte Faust.
Ja, so. Du lernst auf die harte Tour. So nennen sie mich auch. Du lernst auf die harte Tour, dass man sich nicht auf eine Rauferei mit einem Schmied einlassen sollte. Sein rechter Haken trifft dich wie ein Hammerschlag. Wow. Du kriegst ebenfalls eine leichte Wunde. Wow. Läuft. Lass ich dir jetzt mal, weil ich ja einen neuen Wurf gemacht habe. Aber nachdem ich eigentlich belohnt worden wäre. Genau. Ich stelle mir das halt vor, ich stehe da beim Schmied. Ich will jetzt aber meine Belohnung. Hals, Maul. Das Leben ist eben auch bei Zwergen rau. Ja, ist ja kein Ponyhof. Ja. Hättest du mal was beim Bier übergelassen und nicht die letzte Nacht gesoffen? Ne, beim Barbier lasse ich das recht nicht übrig. So. Den Barbier lasse ich nicht übrig. Hast du ihn umgelegt? Der wollte mir den Bart schneiden. Okay, das war ein Fehler. So, ne, hier. So, das heißt, durch eure Begegnungen habt ihr jetzt die Möglichkeit, Karten zu erwerben. Hast du meinen gebratenen Drachen? Ich suche noch den gebratenen Drachen. Der macht mich hier Stufe 2. Ja. Ich weiß, dass er irgendwo hier sein muss. Das ist immer die letzte Karte. Ja. Gucken wir mal eben. Also ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Karten. Also Aventuria ist die letzten Jahre sehr groß geworden. Ja, auf jeden Fall. Also in der Legendenbox sind über 600 Karten drin. Und es wird aber auch noch weitergehen. Und zwar sind das nicht alles dieselben Karten, sondern es ist wirklich. Du meinst, die Karten heißen nicht alle Alrik? Genau, die sind nicht alles Alriks. Aber Alrik gibt es bestimmt. Es gibt Alriks Apfelkuchen. Ja, der eine oder andere Alrik ist dabei. Die Alriks Apfelkuchen gab es auf der BerlinCon, glaube ich. So, hier sind sie. Das kann bestimmt sein, ja. Guck mal, das ist so ein dickes Dick. War so ein kleines Gimmick. Was so Promokarte. Genau, was wir auf der BerlinCon verteilt haben, glaube ich. Christian ist abgelenkt. Ja, ich bin gerade abgelenkt. Man kann Moment. Alles sozusagen. Aber es wird mit Aventuria auch weitergehen. Kannst du schon ein bisschen spoilern, was die Zuschauer noch erwartet? Also das Mythen und Legenden ist ja jetzt quasi gerade die. Erzähl du. Die große neue Erweiterung. Das muss man auch sagen. Da ist ja richtig viel drin. Ihr seht ja jetzt. Die kam jetzt zu BerlinCon raus, ne? Oder kurz davor. Mhm. Ja. Wie wir eben schon gesagt haben, in Pfad der Legenden sind über 600 Karten drin. Das liegt im Wesentlichen daran, dass du jetzt ab jetzt alle Charaktere, alle 17 Helden wirklich aufleveln kannst. Und dann gibt es halt Level 2 Karten, Level 3 Karten. Die Charaktere selber kannst du aufleveln. Also da ist eine Menge drin. Und dann gibt es diese Zwischenspiele da. Für jeden Charakter gibt es auch noch so eine kleine Pappbox, wo man den eigenen Charakter reintun kann. Also da ist echt rappelviel drin. Es gibt ja auch schon sehr viele Szenario-Boxen. Also das habe ich ja gesehen, auch aus verschiedenen Ecken, aus Aventurien, sei es jetzt irgendwo. Komme ich gleich noch zu. Ja. Also während Christian das da macht, mache ich kurz den Werbeblock. Also. Ja, dann okay. Und soll ich den Umbaupause-Song summen? Ja, wir ganz lieb. Umbaupause. Ja. Und das andere, was wir groß gerade zum Schluss gemacht haben, sind die mythischen Geschichten. Wir nennen das liebevoll immer den Director's Cut. Okay. Da ist so ein richtig dickes, fettes Buch drin und ich denke, das sehen wir in einer der nächsten Folgen. Also ihr werdet es dann in einer der nächsten Folgen sehen. Und dort sind die Geschichten viel verzweigter, also baumstrukturartig. Genau, das wäre dann nämlich meine nächste Frage gewesen, gerade jetzt für die Zuschauer. Das war jetzt das Einstiegsabenteuer, das war ja sehr straightforward. Genau. Wir haben aber natürlich dann noch in den weiteren Abenteuern A sind die halt deutlich breiter aufgestellt, aber man hat auch wirklich Entscheidungen. Genau. Mit Konsequenzen. Genau, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Und fast ist das der beste Übergang, dass wir jetzt einen Cliffhanger machen, oder? Ja, das der Christian auch sucht. Genau. Ja, aber das kann er ja auch machen, während ihr einfach jetzt eine Tüte Chips holen geht oder Popcorn. Popcorn, Chips, whatever. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Das nächste Video, da gehen wir dann ein bisschen tiefer drauf ein. Da seht ihr dann noch ein bisschen mehr. Und eine mythische Geschichte. Und eine mythische Geschichte. Und wird der gute Arbosch noch Frieden mit dem Barbier schließen? Und wie ich meinen gebratenen Gebauch genau. machen? Und wirst du noch den halben Hemdentanz machen? Wir werden es erfahren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr mich tanzen sehen wollt. Nein! Das schreibt's nicht, das unterbinde ich sofort. Nein! Einfach nein! Kannst du das einfach unterbinden? Ja! Also. Ich habe die beste Community der Welt, ich vertraue euch. Macht's gut, danke tschüss, und tschüss. Lieben.